Politik fordert bis zum Jahr 2050 eine vollständige Klimaneutralität des Verkehrssektors. Der VDE hat in den vergangenen 2 Jahren 3 Studien veröffentlicht, die sich mit den notwendigen Weichenstellungen für einen emissionsfreien Schienenpersonennahverkehr auseinandersetzen. Die wichtigsten Aussagen werden von den VDE-Experten erläutert. Auf 40% unseres Schienennetzes fahren heute noch rund 2.900 Dieseltriebzüge, die jährlich um die 700.000 Tonnen Kohlendioxid ausstoßen. Diese sollen so bald wie möglich durch Züge mit alternativen Antrieben ersetzt werden. Eine Alternative ist die durchgehende Elektrifizierung heutiger Dieselstrecken, um herkömmliche Oberleitungselektrotriebzüge einzusetzen, oder die indirekte Elektrifizierung durch den Einsatz von Batterietriebzügen oder Brennstoffzellentriebzügen. Der Batterietriebzug ist mit einer großen Traktionsbatterie ausgestattet, die es erlaubt, Teilstrecken ohne Oberleitungen zu überbrücken. Geladen wird der Zug auf Streckenabschnitten, die Oberleitungen haben. Beim Brennstoffzelltriebzug wird der Antriebsstrom von einer Brennstoffzelle bereitgestellt, die den mitgeführten Wasserstoff umwandelt. Anfahren und Beschleunigen wird durch eine Dynamikbatterie unterstützt. Einen Stromabnehmer braucht der Brennstoffzellenzug nicht, denn er kann ohne Tankstopps bis zu 1000 Kilometer weit fahren. Die Antwort darauf ließe sich technisch, systemisch oder vielleicht fahrbetrieblich begründen. Oder, wie in unserer 3. Studie erfolgt, rein betriebswirtschaftlich. Das Ergebnis dieser Analyse ist für das Netz Düren signifikant. Batterietriebzüge lassen sich auf den 3 Linien unseres Praxisbeispiels wesentlich wirtschaftlicher betreiben als Brennstoffzellentriebzüge. Nein, ganz bestimmt nicht. Unser Wirtschaftlichkeitsvergleich deckt auf, dass die höheren Energiekosten und die kurzen Betriebslebensdauern von Brennstoffzellen als bedeutsame Schwächen des Brennstoffzellenzuges anzusehen sind. Allerdings wird der Wirtschaftlichkeitsabstand zwischen Batterie- und Brennstoffzellentriebzug wesentlich bestimmt durch streckenspezifische und betriebliche Anforderungen des konkreten Netzes. So kann beispielsweise die begrenzte Reichweite des Batterietriebzuges den Flottenbetrieb komplex oder teure Investitionen in Ladeinseln oder neue Unterwerke erforderlich machen. Es gibt in Deutschland viele Dieselnetze, für die sich der Brennstoffzellentriebzug als geeignetere Lösung erweisen kann. Die erforderliche Entscheidungsfindung kann der VDE mit seinen Analysen kompetent unterstützen. Lesen Sie unsere Studien und kommen Sie auf uns zu.